Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, oh Mann ey, hier bei Die letzte Schlacht der Elfen 8 Version 1.0, der letzte Teil der Reihe. Steve, du kennst den wahren Untertitel dieses Spiels, mit mir, eurem Let's Play Retro, und ich habe es schon gespoilert. DSD Steve zum das finale Ende. Das finale Ende, aber ich hoffe noch nicht, dass dieser Party das finale Ende wird. Wir hatten im letzten Part eine 20 Minuten Zwischensequenz, in der Farodin und Alia sich mal wieder um einiges näher gekommen sind. Du meinst Lysia. Alia ist leider nicht mehr da. Das meine ich ganz genauso. Es tut mir leid, das war ein Freundschaftsversprecher, denn Alia war ja 7 Teile lang dabei und hat sich deswegen in mein Hirn eingebrannt. Vor allem, warte mal, wäre es nicht viel interessanter gewesen, dass Farodin jetzt mit Alia zusammengekommen wäre? Und dass die jetzt auch was miteinander hätten? Aber und dann Alia hätte... war doch mit Gilbert zusammen. Ja, aber dann wird es doch richtige Spannung aber, geben. Aber, weil, nein, außer, ja, weil, aber, ja genau, weil Farodin und Gilbert ja beste Freunde waren. Nein, weil Alia dann mit jedem aus der Gruppe was gehabt hätte. Sie war so, mit Edwin lang zusammen, hat zwischendurch mit Dunkelelfen geschlafen, um Edwin eifersüchtig zu machen. Ja, okay, dazu muss ich natürlich sagen, das gab es in 8 Teilen von Die letzte Schlacht der Elfen nicht, einen Charakter, der etwas mit jedem anderen Charakter in der Gruppe gehabt hat. So, oder? Das hätte echt Spannung, das wäre echt Spannungspotenzial gewesen, ja. Und jetzt haben wir irgendwie einen No-Name-Charakter bekommen, die auch rothaarig ist und scheinbar auch super große Brüste hat. Ja? Also so wie Alia ist, nur dass sie kein Tiefling ist und deswegen auch einen komplett anderen Charakter. Sie ist auf jeden Fall äußerst ängstlich. Muss sie auch verwandeln können. Stimmt, ne? Sie kann sich auch, wenn wir das nie nutzen, das irgendwie auch nie für die Story relevant ist, aber egal. Und Willi ist auf jeden Fall der super duper Perversling. Aber das ist alles völlig egal, denn Nanul ist komplett durchgedreht, denn... Was ist los, Nanul? Angegriffen. Wir werden ihr euch beeilen. Seluna vor Burg. Scheiße, ich hole die anderen und dann gehen wir los. Jetzt bekommt der dort oben mit, ne? Die anderen nicht. Wir sind auf jeden Fall wieder alle zusammen. Guck mal, wir sind sogar schon Level 42. Das geht ja echt ganz schön fix. Ja. Ein Heilstein. Oh mein Gott. Was ist das hier? Damit ich nicht müssen in die Ke- Oh Gott. Schön, ach, die! Keine Ahnung, ich synchronisiere sie einfach. Mhm. Schön, dass ihr auch mal wieder auftaucht. Der Verräter Farodin Enrias. Die war im letzten Teil die Königin der Elfen. Das ist sie jetzt wahrscheinlich immer noch. Genau. Ich habe euch doch nicht vertaten. Wir verstehen überhaupt nicht, warum ihr uns angreift. Meinst du, wir vertrauen einem Verräter aus unserem Blut? Ihr wart nur Mittel zum Zweck. Die letzte Schlacht... Der Elfen! Endlich kommt der Titel drauf. Jetzt in ihrem Kino. Das ist die richtige, jahrelange Vorbereitung. Dies ist unsere Stunde, Brüder und Schwestern. Richard Enrias sagte es uns. Er wies uns den Weg. Und du, als sein Sohn, schlachtest unsere Brüder und Schwestern ab. Ich habe meine Stiefeltern Was, Stiefeltern? Wann sind es seine Stiefeltern? Du wusstest also davon? Und das war jetzt die kompletten 8 Teile, komplett irrelevant, bis jetzt kurz vor Ende vom 8. Teil. Ja, dann wird es ja mal Zeit, dass das Geheimnis gelöst wird und nein. Vor allem wirklich, als hätte die Story nicht genug Löcher, die gefüllt werden müssen, ja? Da wird schon wieder irgendwas komplett Neues in den Haaren dabei gezogen, das eigentlich bisher irgendwie komplett perfekt war. Ja, Farodin war einfach der Nachfahre von irgendeinem legendären Dude und fertig. Aber scheinbar doch nicht. Den er abgeschlachtet. Ach Gott. Also deswegen hat er ihn abgeschlachtet, weil es war sowieso nicht sein Vater. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist alles völlig in Ordnung. Ich bin nicht blöd. Sie haben es mal erwähnt, als sie dachten, ich schlafe. Deswegen habe ich sie auch abgeschlachtet. Und außerdem ist es nicht meine Schuld. Ich war im Bann von Edwin. Nein, das stimmt nicht. Du musstest damals beweisen, dass du Faro, also Edwin treu bist, dass es freiwillig ist. Du meinst, du fühlst dich jetzt besser. Farodin, du verrätst gerade dein Team. Willst du dich etwa auf deren Seite stellen? Verdammtes Elfenpack! Nein. Ich gehöre nicht mehr zu denen. Und darüber bin ich froh. Wir hätten dich sowieso nicht aufgenommen, du Vertäter. Deinen Vater gehört unser ganzes Vertrauen. Wird vielleicht sein Vater der finale Endboss? Nun gut.
Ihr wollt also eure letzte Schlacht ausführen. Die letzte Schlacht der Elfen, bitte. Endrias, wir müssen es tun. So wie es Richard Endrias es und vorhergesagt hat. Das ist der Anklos, den ich kenne. Der kann überhaupt nichts richtig schreiben. Wir müssen alle niederen Völker vernichten. Achso, jetzt auf einmal sind wir an den Stand angekommen, ja? Niedere Völker? Nur weil wir beide Elfen sind, heißt es nicht, dass wir was Besseres sind. Du enttäuschst mich, Seluna. Es ist der Weg deines Vaters, alle niederen Völker auszurotten. Das kann ich nicht glauben. Du solltest es aber, Farodin. Die vermeintlichen Schlachten davor gehörten zur Vorbereitung. Es war nie unsere gesamte Streitmacht. Ich dachte vor allem ich weiß gar nicht in welchem Teil, aber ich glaube irgendwie im dritten oder vierten wurde doch gesagt, dass nur noch 5 oder 9 Elfen oder so am Leben sind. Pass auf. Nach dem dritten Teil gab es noch 20 Elfen. Es gab eigentlich nach dem zweiten Teil noch 20 Elfen. So dann was. Haben wir dieses Elfenschloss, wir haben die kompletten Elfen ausgerottet. Dann meinte damals der Opa noch, ja, es gibt noch woanders welche, aber ich sag's nicht. Dann hieß es, es gibt noch 20 Elfen. Diese 20 Elfen haben im vierten Teil aber das Schloss angegriffen. Und im fünften Teil gab es Lord Austus, der meint, dass er eine Armee aus 2000 Elfen aufgestellt hat. Lord Austus war dann plötzlich da, ne? Und es ist irgendwie vorher ein Bezug dazu gegeben. Ja, aber eigentlich ein Zwerg ist. Naja, das war einfach nur das Facet eines Zwerges. Und vielleicht auch das Charset. Aber es sollte trotzdem ein Elf sein. Genau, und der hatte Uther als Priester da gehabt, aber ohne H geschrieben. Ich erinnere mich. Und die ganze Zeit lief dort die Hymne von Stormwind. Wir werden den Weg deines Vaters beenden. Wir werden auch dich töten, weil du ein Vertäter bist. Und Edwin bekommt dann auch seinen Tod, weil ihr seid nämlich böse Antagonisten. Ich weiß schon, warum ich auch Elfen nicht ausstehen kann. Meine Männer konnten ja deine erbärmlichen Elfen sehr gut in Schach halten. Es ist schade, dass ihr euch nicht uns anschließt, um gemeinsam gegen Larzan vorzugehen. Die Unterwelt hat es begriffen und aufgehört, uns zu bekriegen. Aber ihr seid einfach nur dumm. Ich kämpfe für die Menschen, mein Volk. Ihr Elfen wart für mich schon immer Abschaum. Nur 3 Elfen konnte ich jemals akzeptieren. Er meint mich wohl auch. Schön. Ich dachte, er mag mich nicht. Du bist aber kein Elf. Sie ist kein Elf. Sie ist ein Halbelf. Oder? Ja. War sie nicht ein Halbelf? Ich sag einfach so ein Wesen, habe ich verstanden, dass sich in ein Tier verwandeln kann. Ich hätte irgendwann schwören können, dass mal gesagt wurde, dass sie ein Halbelf war. Aber wir nehmen dieses Projekt jetzt auch schon wieder über 6 oder 8 Wochen auf. Da kann man ein paar Sachen auch mal durchaus wieder vergessen. Oh Mann, ey. Seluna, ihr solltet aufgeben. Ich hab auch mal was gesagt. Ich bin auch da. Hehe. Wir kämpfen für den Weltfrieden. Und ihr offensichtlich nicht. Weltfrieden? Seit wann das? Willi kämpft für den Weltfrieden. Willi kämpft vielleicht für Pornos für jedermann, aber mehr auch nicht. Ich, Willi Trolith, der Dunkelelf, werde das nicht gut heißen. Jetzt wird er wieder wahnsinnig. Eure Truppe besteht nur aus Vertätern und Verätern. Gleiches gesellt sich gern. Das hat uns alle zusammengeschweißt. Wir sind Freunde, vor allem Farodin und ich. Das ist so ein typisches Anime-Ding aber auch. Das waren meistens Feinde und jetzt sind alles Freunde. Vegeta, Son Goku und Piccolo. Zuerst Krillin und Son Goku, dann Tenshinhan und Son Goku, dann Vegeta und Son Goku. Dann Piccolo. Piccolo und Son. Du erkennst dann den Trend. Alle, die mal irgendwie die Feinde von Son Goku waren, werden irgendwann seine Freunde. Und genau, eigentlich Yamshu war ja auch für eine Stimmt, Folge. Stimmt, genau. Also, Yamshu war auch 3 Folgen lang sein Feind oder so. 1 oder 2 Folgen, ja. Ja, also, um das Schwein hier war auch Olong war auch eine Folge auch sein wenn Feind. Wenn du so willst, Pool dementsprechend auch. Ja, genau, also eigentlich jeder so ungefähr, ne? Selun allein! Nenn mich nicht so, Abschaum der Unterwelt. Danke für das Kompliment! Du Schlampe! Dieser Dialog geht euch schon wieder viel zu lang für den Inhalt. Ich finde das total cool, dass die Dialoge in letzter Zeit so lange gehen. Daran merkt man auf jeden Fall auch, dass Anklos hier wieder richtig viel Spaß auf sein Spiel hatte. Ja, genau, ich hatte wieder Bock gehabt, ne? Wie wäre es, meine Axt zu spüren? So, dass ich deine Hängetiteln abschneide. Alter! Was schreibt das? Steve musste direkt erstmal klatschen.
Ich muss mich erstmal lauter machen. Steve musste erstmal klatschen. Das ist herrlich. Ich hab nicht geklatscht, aber ich habe einfach ein Lachblech. Es klang für mich danach, als hättest du zumindest kurz mal irgendwie klatschen müssen. Ja, okay, meine Axt. Wie wäre es, meine Axt zu spüren, so dass ich deine Hängetiteln abschneiden kann? Alter, was ist denn los? Was ist denn los mit Ankluas gewesen? Und nein, was ist mit Vidi los? Ankluas kann nichts dafür, die Figuren übernehmen das Writing selbst. Alter. Und Vasper, der ist in einem Krieg, schaut er auf Brüste. Aber ich meine, er hat sie auch mitbekommen, scheinbar, dass sie Hängebrüste hat. Aber immerhin, Steve hat es bestätigt. Und wenn Steve es bestätigt, dann ist es auch wirklich so. Steve ist nämlich auch einer der Ersten, die das sofort sehen. Ja, das Erste sofort du. Ich habe keine Hängetitten. Meine sind wohl geformt, du Abschaum. Warum geht sie auf den Scheiß überhaupt ein? Oh Mann, ey. Oh, Scheiße, ey. Das ist so dumm. Oh, wirklich, Ankluas, ich hoffe wirklich, dass du dir unser Let's Play zu diesem Spiel anschaust. Du solltest es auf jeden Fall tun. Ich hoffe, du hörst unsere Lacher. Du solltest es auf jeden Fall alles nicht irgendwie auffassen, als würden wir uns über dich lustig machen oder so. Wir finden deine avantgardistische Art und Weise, Videospiele zu erstellen, wirklich wunderbar. Und wir würden uns freuen, wenn das so weitergeht. Bitte lass die letzte Schlacht der Elfen 8 nicht den letzten Teil der Reihe sein. Oder was war noch gleich der Untertitel, Steve? Ja, das finale Ende. Das finale Ende. Es ist eigentlich traurig, dass wir keine Facecam haben. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Oh, so sad. Die würde man bei der Facecam wahrscheinlich auch nur sehr, sehr schwer sehen. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie so gelacht bei einem Mecker-Spiel. Also wirklich, wow. Das ist schön, das ist wirklich, wirklich wunderbar. Also ich bin auch wirklich sehr positiv überrascht. Dass das Spiel doch noch mal eine Wendung gemacht hat. Ja, gerade die letzten Parts, muss ich sagen, also wenn man mal wirklich, wenn man die Kämpfe vorlässt, ist das Spiel auf der Unterhaltungsskala recht weit oben. Ne? Ja, also mittlerweile hat sich meine Einstellung geändert. Zuerst dachte ich, es ist der schlechteste Teil. Dann dachte ich, der zweitschlechteste. Mittlerweile ordne ich es doch relativ weit oben an. Ja, Rang 3 oder so wahrscheinlich. Also ich glaube wirklich, wenn später noch der DLC da ist und man einfach nur den Heilstein hat und einfach nur Storykämpfe hat, dann ist es wahrscheinlich wirklich richtig krass, das Spiel, muss man sagen. Das kann ich nur hoffen, Steve. Dafür brauchst du erstmal noch ein Aufnahmeprogramm und das wird vielleicht niemals geschehen. Ne? Oh Mann, ey, wow. Also. Na komm her, Schlampe. Aus deinen Titeln baue ich mir ein paar Kissen. Es geht aber auch so weiter. Welle 1, Angriff, der Typ nervt. Wow. Noch kämpfen. Vor allen Dingen, dass auch die anderen nichts dazu gesagt haben. Also ich meine, oh Gott, was war das gerade? Die anderen haben es einfach akzeptiert. Das war, wow. Ich meine, warum ist sie überhaupt darauf eingegangen? Sie hätte es einfach komplett ignorieren können, ja? Aber darauf eingehen ist doch viel, viel spaßiger. Oh. Außerdem, Steve, komm schon, könntest du es einfach ignorieren? Ja, also ich könnte das. Solange es immer das Gute ist, im echten Leben werden solche Dialoge nicht entstehen. Nee, im echten Leben. Also nicht mal in der Soul würde so etwas entstehen. Ja, richtig, genau. Sowas entsteht nur in Ankluas Spielen. Oh Mann. Die wollte ich nicht. Ich wollte deine Hängetiteln. Das ist nicht ganz wütend. Los, werde 2. Man ist noch nicht mal weniger geworden. Es werden immer mehr. Oh, please. Ja. Wirklich, Ankluas. Was hast du dir dabei schon wieder gedacht? Alter. Ankluas und gedacht, das ist gut. Ja, Ankluas, was hast du da schon wieder. Man kann aber auch nicht von Intuition oder so reden. Wie soll man das denn nennen, Steve? Sag mir noch mal irgendwas. Ja. Es ist, ich meine, Ankluas hat ein Kind, ne? Ja, und das hat aber nicht viel zu sagen. Ich meine, er hat eine Tochter. Die Sache ist, Ankluas ist auch nur ein Kind, das Kinder hat. Also das ein Kind hat mindestens. So, und irgendwann wird vielleicht dein Kind auch dein Spiel spielen. Irgendwann wird Ankluas mal in der Spieler Hall of Fame sein. Ja? Und ich meine, überleg mal, stell dir mal bitte vor, irgendwann, dein Kind kommt auf dich zu und sagt, ich habe die letzte Schlacht der Elfen 8 gespielt. Was möchtest du mir dazu sagen? Das war eine Jugendsünde, da war ich noch nicht so alt. Du warst dort 30.
Ich denke, bei dem Spiel dürfte das wirklich so ungefähr sein, ne? Ja. Hör auf, deine schwachen Diener zu opfern. Er macht das gut. Er provoziert Seruna und sie fällt drauf rein und schickt keine Truppen. Schlau von ihm. Vor allen Dingen sucht sie, dass unsere Truppen ja im Hintergrund stehen, ne? Ich meine, ja, wir machen den Kampf halt einfach komplett allein. Das sind dann einfach nur Pappaufstellerkameraden, aber wirklich. Ich will nur deine Hängetitel, die zum Knie gehen. Das erinnert mich an Mistjob Sonic oder wie die hieß. Du willst also sterben, Dunkelelf? Jetzt hast du mich so weit, du Abschaum. Jetzt kämpfe ich nämlich selbst. Oh Mann, ey. Dieser Sprite, der ist auch so unpassend. Ja. Und schon so oft benutzt worden. In dem Spiel und innerhalb der Reihe vor allem. Ja. Aber überleg doch einfach mal, wie oft manche Sprites innerhalb der Reihe allein benutzt wurden. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel dieser Ifrit, ne? Ja. Oh Mann, ey. Krass. Oh, Höllenfeuer geht nur auf einen, aber na gut, ich denke, ja, genau. Ist eigentlich egal, ich meine, den Rest machen wir auch schon. Und machen wir, ja, genau, geht schon. Ja, den Rest mache ich auch so fertig, wenn ich mal, du siehst ja, wir haben mittlerweile, also mittlerweile sind wir tatsächlich OP, mittlerweile fühle ich mich auch relativ mächtig, muss ich zugeben. Ich meine, das ja, ist aber auch so, nur, glaube ich, weil einfach du hast gemerkt, oh mein Gott, bin so schlecht, hier hast du mal 2000 HP. Aber wirklich jetzt genau das, ne, wir haben ja wirklich mit einem Schwung irgendwie direkt 2000 Trefferpunkte dazu. Genau. Und jetzt hier hast du mal irgendwie ein All-Heal und ein Mega-Leben. Ne, All-Leben. All-Mega-Leben, so ungefähr. Oh Mann, ey. Ja, wir hatten hier gerade kein MP mehr. So soll das Willi. Oh, dieser Schatz. Ja. Der Maker ist wirklich der allerbeste. Der hat es irgendwie noch nicht so richtig verstanden, dass Willi geheilt wurde. Aber ne, das ist egal. Ja. Siehst du, jetzt steht sie noch sie da rum und guck mal, sie heilt sich irgendwie um 113, das ist wirklich völlig egal. Ja, das ist komplett Latte. Das interessiert echt niemanden. Ja, ich mache einfach mit derselben Strategie weiter, das wird schon passen. Ja. Kennen sie jeden aus Erweckung? Ah, okay, das ist doch mal cool, wow. Der Gegner benutzt Erweckung. Wow. Das ist ja sogar mal krass. Was allerdings weniger cool ist, wir brauchen ja tatsächlich Mana-Flaschen und so ein Quatsch, ne? Ja, ich meine, das ist ja ein wichtiger Bosskampf. Also, das fühlt sich gerade mal wie ein fairer Bosskampf an. Okay, wow, die Mana-Flasche hat ja irgendwie gerade mal 100 oder so. Das ist ja wirklich totaler Quatsch. Also, man sieht schon, okay. Ja, das fühlt sich gerade wirklich wie ein Bosskampf an. Das ist auch ein Bosskampf. Genau. Da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Also auf jeden Fall sinnvoll, dass der Einzelne aber auch mit auf sie geht, weil sie muss ja auf jeden Fall runtergekloppt werden. Und der Minion wird ja auch mal nebenbei mit sterben. Ja, ich denke auch. Ich greife einfach mal ein bisschen an, Willi beherrscht, Edwin beherrscht einen Zauber, mit dem er MP heilen kann. Mhm. Okay, hat das jetzt geheilt? Hat das jetzt überhaupt irgendwas gemacht? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich glaube, du solltest einfach mal ich geb mal Mana-Flaschen. Ich glaube, jeder einfach mal eine Mana-Flasche. Genau, jeder bekommt mal eine Mana-Flasche, weil ansonsten passiert ja, glaube ich, nicht mehr viel. Genau. Und dann können wir wieder normal weitermachen. Irgendwie sind wir schneller als alles andere, aber na gut, es ist egal, Schmetter alles. Können wir zumindest irgendwie ein oder zweimal ein bisschen machen. Mann, ey. Oh, jetzt heilt sie sich um 1000, das ist natürlich schon... Ankluas! Problem ist, ich habe jetzt wieder Angst, dass die irgendwie 9999 MP hat. Das ist leider äußerst wahrscheinlich. Und der Spell irgendwie 50 kostet. So, wir machen halt pro Runde irgendwie auch nur so genau 1000, ja. Und das Problem ist, dass wir uns durch euch heilen müssen, glaube ich, heilt sie sich gerade wieder mehr. Als wir an Schaden anbringen. Schaden machen, oder was? Wenn wir uns buffen. Ich denke schon. Oh Gott, hier sind schon zwei da. Ja gut, die Minions sind ja egal. Siehst du, der erste ist ja schon wieder tot. So, warte mal, sie kann uns irgendwie buffen. Oder? War sie das? Ich glaube schon. Ach hier, verheilt einen Helden doppelte Kraft. Genau. Das machen wir bitte mal ruhig. Und die Frage ist, ob das auch doppelt. Genau, es ist nämlich. Ich kann jetzt nicht alle. Müsste der V, ist es nämlich nicht drauf. Ah, du hast recht. Na
Und ich meine, wir machen auch weniger Schaden, also wir machen, weißt du, siehst du, was ich meine? Wir machen verhältnismäßig wenig Schaden damit. Ja, ich denke, der Kampf wird einfach ein bisschen dauern. Ja. Ich meine, es wird ja hoffentlich kein Neo-Weapon, wie hieß es nochmal? Ultima-Weapon, meinst du das? Ultima-Weapon, was wir nochmal neu aufnehmen müssen. Ich will jetzt wirklich, das müssen wir wirklich nochmal neu aufnehmen, ja? Ja, genau, der Part ist natürlich kaputt, wo man gegen das Spiel gekämpft haben. Oh, der war dann nicht super anstrengend. Ja, genau, wie der Final Boss natürlich auch kaputt ist, der Part. Genau, die logischerweise, also wenn irgendwas bei Eternal Legends kaputt ist, dann natürlich die Bosskämpfe. Richtig. Ich meine, Eternal Legends war ansonsten kein schwieriges Spiel, aber... Genau. Das Einzige, wo es vielleicht nervig sein könnte, ist natürlich kaputt, ne? Zum Leben ist, bald leben wieder alle. Und die heilt halt so viel. Das Problem ist, das ist wahrscheinlich wieder so ein Kampf, den wir wahrscheinlich selbst irgendwie wieder balancen müssen. Ich hab da auch gerade Angst vor. Ich glaube, ich zieh mir das Spiel mal nebenbei gerade mal runter. Du meinst den neuen? Nee, die Version. Oh, wir haben es geschafft, sie ist tot. Sie ist tot. Cool. Ja gut, das ist ja dann kein Problem. Dann ist es jetzt wirklich gar kein Problem mehr. Okay, jetzt war ich auch zuerst ein bisschen beunruhigt, aber wir haben es tatsächlich geschafft, wir haben sie besiegt. Genau. Jetzt müssen wir nur noch die anderen besiegen. Das ist ja wahr. Den keinen Zauber mehr, der einen Gegnern Schaden macht, aber zum Glück hat er den noch. Ja. Aber ich hätte echt gedacht, eigentlich, dass wir schon im letzten Part durch sein werden durch Spiel so ungefähr, ne? Nee. Wie gesagt, das ist doch der längste Teil der Reihe. Wir haben doch am Anfang gesehen, dass der mindestens 20 Maps mehr hatte als der Vorgänger. Es ist vorbei, Seluna. Ihr habt mich besiegt, meine Hängetitten besiegt. Ja, das haben wir, Seluna. Wir konnten die Prophezeiung nicht erfüllen. Ich habe versagt als Anführerin der Elfen. Wir wollen euch alle nicht töten. Wir wollen einfach nur Frieden. Zieht euch zurück. Lebt in Frieden und lasst die Völker in Ruhe. Farodin, warum tut ihr das? Wir haben wichtigere Sachen zu tun, als uns zu bekriegen. Wir müssen Lazan stoppen. Außerdem sind wir ja Protagonisten, das heißt, wir sind grundsätzlich gut. Er ist das Übel dieser Welt. Überlegt nach, Seluna. Es fing alles mit Willitruleth an. Es begann ein Kreislauf. Es ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Willi ist doch jetzt in unserer Party. Wo ist denn da? Ich meine... Ein Kreislauf wäre da, wenn Willi jetzt immer noch... Wenn Willi jetzt wieder der ultimative Antagonist wäre, ja? Ja, das wäre ein Kreislauf. Es fing alles mit Willi an, nee, ja? Er war in unserer Party und jetzt ist er wieder der Superschurke, aber nein. Ich glaube, er wollte einfach nur ein kluges Wort benutzen. Er wollte hier viele kluge Worte und Wörter benutzen und er hat bei jedem davon versagt. Zerulan hat viel erlebt. Es kamen immer wieder neue Unterwälder, um Zerulan zu vernichten. Warum haben die das überhaupt von Anfang an getan? Gibt es irgendwie Bodenschätze oder so? Scheinbar. Zerulan konnte sich kaum erholen von den ganzen Kriegen. Nein, von den ganzen letzten Schlachten der Elfen. Ja. Wir müssen zusammenhalten. Lazan bedroht unsere Welt. Du hast recht, Farodin. Du kommst sehr nach deinem Vater, auch wenn es nicht dein echter Vater ist. Danke dir, Seluna. Tja, was Erziehung so alles ausmacht. Lasst uns diesen Krieg beenden. Wir müssen Lazan ausschalten. Ja, du hast recht. Das will ich nur immer wieder sagen. Du hast bei allem recht, was du tust. Passt, Farodin. Wir werden uns zurückziehen. Ich danke dir, dass du mir die Augen geöffnet hast. Enrias. Nicht zu danken. Ich glaube, noch in keinem Teil von Die letzte Schlacht der Elfen wurde Farodins Nachname so oft benutzt wie in diesem hier. Ja. Der Krieg ist beendet. Schön, dass ihr da wart. Ja, schön, dass ihr daran teilgenommen habt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier starr rumzustehen. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, was der eigentliche Sinn und Zweck dieses Spiels ist, das werden wir dann in der nächsten Folge von Die letzte Schlacht der Elfen 8, dem finalen Ende, herausfinden. Mit mir, eurem DSD... Ja. Mit mir, eurem DSD Steve und... Let's Play Retro. Wir würden uns wie immer über den netten Kommentar und den Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.